Mann, hat hier ordentlich geschneit. Hoffentlich könnt ihr mich verstehen. Jetzt geht's ab ins Training. So Leute, wie angekündigt, kommt jetzt der nächste Trainingstag. Beine und Schultern. Und ja, Beine fange ich hier erstmal an mit dem Beinbeuger an der Maschine, aber ja, nicht so richtig, um den zu trainieren, sondern einfach nur, um den so ein bisschen zu therapieren, weil der ja kaputt ist. Und deswegen nur ganz wenig Gewicht, ein paar Wiederholungen und so weiter. Es ist noch gar nicht, eigentlich gar nicht richtig Teil meines Trainings, aber ich mache es trotzdem einfach so am Beintag, sage ich jetzt mal. Richtig belasten kann ich ihn nicht. Einfach nur ein bisschen hin und her mit so wenig Gewicht wie möglich. Weil wenn ich halt viel Gewicht benutzen würde, dann würde es wieder aufreißen. Und das wäre nicht so schön und ich will, dass es auch irgendwann wieder ein bisschen verheilt. Dann als nächste Übung mache ich dann Beinpresse. Und das ist nämlich ganz schön, weil, wie gesagt, mein Beinbeuger ist ja kaputt. Und deshalb kann ich keine Kniebeugen machen. Und das bedeutet halt, dass ich halt irgendwie was anders machen muss, dass ich nicht so tief gehen kann. Und an der Beinpresse kann ich das so wunderbar einstellen, dass ich nicht so tief gehe, dass es rechtzeitig stoppt, dass ich mir sozusagen nichts kaputt mache. Das heißt, ich kann auch so ein bisschen trainieren, auch einigermaßen schwer. Geht halt, na, so viel wie da halt geht, ne? Und ja, dass meine Beine nicht komplett verschwinden. Normalerweise würde ich natürlich schön schwere Kniebeugen machen. Macht mir am meisten Spaß und so weiter. Würde auch am meisten bringen. Kann ich nun leider gerade nicht machen, weil das halt eben kaputt ist. Und muss ich halt mein Bestes tun, dass es irgendwie wieder heile wird. Danach noch mehr für den Quadrizeps, nämlich der Beinstrecker. Der ist auch ganz nett. Hier an dem kann man sogar ordentlich Gewicht benutzen. Also bis zu 152 Kilo geht das da. Und ja, also da kann man dann nochmal richtig was rausholen. Und es ist immer ganz schön, dass ich doch noch einigermaßen meine Beine trainieren kann, ohne mir jetzt halt alles Mögliche kaputt zu machen. Dann, wie gesagt, das heißt Beine, Schultern. Dann geht es weiter mit Schultern. Diesmal habe ich mich entschieden, die Kurzhanteln zu nehmen für das Schulterdrücken. Und ja, ich wechsle da immer hin und her zwischen dem stehenden Overhead Press und dem Sitzenden mit Kurzhanteln. Aber irgendwie hatte ich jetzt gerade keine Lust auf Overhead Press und fand es netter zu sitzen. Ist eben ein bisschen deprimierend, wenn man praktisch jetzt, wenn ich an die ganzen Grundübungen gehe, die ich vorher gemacht habe, dann zu merken, dass sich halt die Kraft so heftig verabschiedet hat. Da sage ich eben, mache ich eine neue Übung, wo ich das Gewicht noch nicht so kenne, dann ist das einfach nicht so ein deprimierendes Gefühl zu wissen so. Weil wenn ich jetzt an Overhead Press gehe, würde ich sagen, hey, mache ich 80 Kilo für 5 Wiederholungen. Und dann schaffe ich 80 Grad mal so einmal hoch oder so. Und dann wäre halt meine Laune schon wieder mega im Eimer. Naja, auf jeden Fall deswegen Kurzhantel, Schulter drücken. Und danach dann Seitheben auch mit Kurzhanteln. Ich habe ja in einem anderen Video mal gezeigt, dass ich das am Kabelzug mache. Das wechsle ich auch so hin und her. Aber wie gesagt, ich war gerade bei den Kurzhanteln. Da hat sich das angeboten, einfach nochmal auch die Kurzhanteln zu nehmen. Natürlich ein bisschen weniger Gewicht. Und dann einfach ein bisschen Seitheben zu machen, für die seitlichen Schultern, auch immer ganz nett. Dann haben wir noch die Face Pulls für die hinteren Schultern. Die kann man ja auch nur so mäßig gut machen, aber passt halt, geht schon. Und sonst nehme ich halt die normale Rear Delt Fly Maschine. Und das war dann praktisch alles, also alles relativ minimalistisch, für jeden Schulterkopf einmal eine Übung. Und dann zum Schluss nochmal Bauch trainiert. Schön Toast to Bar. Hier, das finde ich einfach am besten. Man, das ist nochmal richtig schwierig, so von ganz unten nach ganz oben. Da kann man das doch gut zählen. Und man merkt es richtig gut im Bauch. Und ja, deswegen ist es eine meiner Lieblingsbauchübungen. Die mache ich dann immer so. Geht auch ganz spontan, braucht man sich nichts aufbauen, einfach nur ranhängen und los geht's. Ja, das war's von meinem Bein-Schulter-Training. FIBO-Prep 2.1 und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst mal wieder. Kommt noch ein Review zum Candido Bench Program, das ich ja gemacht habe.
Das interessiert euch sicherlich auch noch und dann würde ich sagen, bis dann, ciao.